schlaue Haus ist das Wissenschaftshaus der Stadt Oldenburg. Und unser Haus gibt es jetzt exakt in diesem Jahr, und da freue ich mich ganz besonders drüber, seit 10 Jahren. Das Wissenschaftshaus der Stadt Oldenburg, wie ist die Idee gekommen? Die ist derart entstanden, dass, vielleicht erinnert ihr das, im Jahr 2009 Oldenburg die Wissenschaftsstadt war. Und da ist die Idee hochgekommen mit dem damaligen Oberbürgermeister. Und das hat sich dann weiterentwickelt und daraus ist dieses Haus entstanden. Wir sind eine gemeinnützige Gesellschaft und unsere Gesellschafter sind die beiden Hochschulen. Und zwar die Uni Oldenburg als auch die Jade-Hochschule hier in Oldenburg. Was erwartet ein Besucher hier bei uns im Haus, wenn ihr, und ihr seid auch gerade reingekommen, habt ihr gesehen, dass es hier tolle Ausstellungen gibt, beispielsweise gerade von CW Photo Award, größter Fotowettbewerb der Welt, der wird hier ausgestellt. Wir haben im Herbst eine weitere Ausstellung zum Thema Begegnung. Das ist so eine Aktion, die die Stadt Oldenburg alle 2 Jahre durchführt. Und so gibt es hier weitere hochinteressante Ausstellungen, die für jede Person frei zugänglich ist. Wir machen weiter. Ich hatte schon gesagt, dass wir hier spannende Vorträge haben, diverser Art und Weise, ganz unterschiedliche Themen. Und so haben wir beispielsweise, und das wird besonders gut angenommen, den medizinischen Mittwoch, wo medizinische Themen hier kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Und so haben wir, finde ich, ein spannendes Spektrum an ganz vielen verschiedenen Themen, die wir hier den Bürgern am besten Platz der Stadt, nämlich am Schlossplatz, zur Verfügung stellen können. In den letzten 10 Jahren hat sich das Schlauhaus stets weiterentwickelt, unter anderem auch meine Stelle. Ich bin für die Social-Media-Kanäle vom Schlauen Haus zuständig und betreue die Öffentlichkeitsarbeit. Wir möchten die Leute herzlich einladen, ins Haus zu kommen. Wir möchten sie teilhaben lassen, was hier alles geschieht und was wir alles noch so vorhaben. Mit der Öffentlichkeitsarbeit möchten wir erreichen, dass hier Leute reinkommen ins Haus, dass sie alle herzlich willkommen sind, dass sie eingeladen sind, sich hier die Ausstellung anzugucken, unsere Abendveranstaltungen zu besuchen und egal wer, jung, alt, wissbegierig, interessiert, nach einem Shoppingtrip hier in der Stadt kurz vorbeikommen, sich die Ausstellung ansehen und ja, hier im Schlauen Haus gibt es viel zu lernen. Ich kann versprechen, dass wir im Schlauen Haus noch einiges vorhaben. Wir haben eine sehr kreative Mannschaft. Da bin ich ganz stolz auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die haben da ein tolles Programm schon im Kopf, aber auch teilweise umgesetzt. Und wir haben tolle Ideen, dass wir nicht nur hier im Haus aktiv sind, sondern dass wir auch vor Ort irgendetwas veranstalten, dass wir neue Veranstaltungsformen ausprobieren. Und ich freue mich ganz besonders, und da darf ich einmal hier drauf zeigen auf unser Logo, dass wir am 9. September ein ganz großes Festival hier organisieren, nämlich das sogenannte Ahoi Mint Festival. Denn es hat sich hier ein Mint-Cluster entwickelt und ist entstanden mit über 80 Partnern in der Region. Und wir wollen einfach jungen Menschen, allen voran Mädchen, die Begeisterung da erwecken, sich für MINT-Themen zu engagieren und da Spaß zu haben, um damit zukünftig auch Nachwuchs zu generieren, gerade in diesem Bereich. Und deswegen machen wir ein großes Festival auf dem Schlossplatz und ich lade alle herzlich ein, dabei zu sein.